Fünfter Tag. Endlich Initiierung. Endlich. Julia hat es mir geflüstert, dass ich jetzt endlich beginnen soll. Ja. Wie lange man das vor sich her schiebt, ein halbes Jahr lang, ewig lang habe ich jetzt die Sachen alle vorbereitet, aber nie. Immer gibt's Ausreden. Es ist echt so, das Ego versucht, so lange wie möglich aufzuhalten, dass du dich verbindest mit der Urquelle, Urmedizin. Das sind alles die Geschichten, die damit. Ja, begonnen hat es, dass ich heute Morgen mich nochmal untersucht, diese Körperrhythmen, wie die Höhle arbeitet, therapeutisch im Traum. Einen sehr tiefen, realistischen Traum. Und auch ist es so, dass mich die Hölle so gerufen hat, so, dass hier diese Gratwanderung von eigentlich lange Stille und lange Transzendenz und diese Umwandlung, die hier stattfindet, wo mich eins macht und Prozesse vorbereitet für das Kollektiv. Es ist. Aber es darf im Balance sein mit dem, was man noch in Ordnung bringt. Wirklich, wir sind alles, was jeder darf sich irgendwie so, dass es wie die Vorbereitung für das längste Nahtoderlebnis ever und alles, was du machen musst, um da gechillt reinzugehen und drin zu bleiben zu können, ist alles, was dir je wichtig war, in Resonanz zu bringen, in Harmonie, in. Das ist das, was am Schluss zählt. Das alles andere war nur Hintergrundkulisse. Ja, das mit den Triggern und den Versuchungen und wird es auch so klar, es ist echt ein großer Teil Selbstaufgabe mit dabei. Dieses, sich auf diese schamanische Reise zu begeben. Allein was es heißt, dass man bereit ist, um Ayahuasca zu trinken, heißt tagelang vorher den Konsum von Essen so zu minimieren und so drastisch. Und das ist alles okay und eben nicht diesen ganzen, was man alles machen könnte, Freunde besuchen und Social Interactions und dieses Caretaking und bla, mal eben diese ganzen Geschichten, die man dann im Mind durchspielt, wie viel da passiert in den Tagen. Alles nur in mir und alle Möglichkeiten. Und das ist aber so witzig zu beobachten, wenn es wirklich die Versuchung ganz minimal, die ich will eigentlich in der Höhle ist so von, ich habe mich, vorhin kam der Spruch, ich habe mich noch nie irgendwo so zu Hause gefühlt wie hier. Sorry, mein Wagen, der ist tatsächlich auch ein, den liebe ich sehr, doch diese Öli ist glorreich, episch, schöner als Schloss Neuschwansteins Innenräume. Und es juckt mich nicht viel daran, alles was hier in dem Dorf gibt. Es ist eine Pizzeria, wo es halt echt kein Salat, keine Suppe, nichts sonst, nur Pizza gibt und verrauchte Bude. Das ist echt sehr, sehr wenig Minimum und eine Bäckerei mit Minimalausstattung, lauter Sachen, die ich ehrlich nicht will. Und eine Busverbindung, wo ich euch auch so von noch, ja, diese Action, ne. Ich will sowas von hier drin bleiben, so lang, wie es noch irgendwie geht und sich gut anfühlt. Selbstaufgabe, ja. Die Choice, wie Ra es sagt, in dieser Inkarnation, treffen wir die Wahl zwischen, welche Polarisierung wir letztendlich sind und welchen Weg wir gehen. Entweder die negative Polarisierung oder die positive, und wenn man das Ra-Material ist, so durchleuchtend, das alles zu verstehen und auch die ganzen negativen Sachen dann auch komplett zu verstehen und in sich aufzulösen und zu sehen, wie das alles projiziert wird und nötig ist. Und dann erkennst du auch im Umfeld die wichtigsten, mit denen du zu tun hattest, wie die Polarisierung und die Ausrichtung
ist, wenn sie sich nicht noch ändert. So, ja, Service to Self, Service to Others. Service to Self ist meistens über 90% nur an sich selber, nur auf sich selbst. Macht, Manipulation, freien Willen missbrauchen, unterdrücken. Nur dem Selbst dienen. Und das andere ist mindestens 50% Service to Others. Das ist der positive Weg. Beide führen ins gleiche Ziel. Ohne Wertung. Allein das zu verstehen durch diese ganze Lektüre ist so tiefgehend. Und auch selber zu erkennen, dass die Lebenszeiten, während man mit in Nähe von jemandem verbracht hat, eigentlich enorm negativ gepolt ist, wie stark das die eigene Polarisierung erhöht hat, um enorm schnell in die nächste Stufe und in die nächste Stufe zu kommen, um so eine Transzendenz zu entwickeln. Wir können am Schluss tatsächlich den negativ polarisierten Entitäten verdammt dankbar sein für ihren Dienst am Gesamten. Das kann man so noch nicht sehen, aber es ist echt klar, ja. Die Choice und die Archetypen, der Fool, sich auch, der einfach maximal naiv in die Welt rausrennt, weil da die Größte mit dieser einfach mal schauen, was kommt. Da steckt auch ganz viel Selbstfindung drin. Und Selbstaufgabe ist es tatsächlich ein Teil von dem, was so stark an den Menschen heute klebt. Dieses, als Kind bist du noch frei davon und sobald du erwachsen wirst, gibt es eigentlich. Und die Städte sind auch so geprägt davon. Konsum, Betäubung. Konsum und Betäubung. Ja, kompensieren, einkaufen, essen. Nichts davon, was diese Muster, in denen man lebt, um, die erhalten dich so in einer Dichtestufe, die, also so in einer, das geht nicht in die Erfüllung, einfach, zumindest für meinen Fall, dass ich da merke, freie Zwischenwege, freie Zwischenlösungen zu finden. Als ich vorhin so geweint habe, war so von, du bist schuld, wenn ich hier nicht so lange, wie ich will, in der Höhle bleiben kann und nicht so viel Klopapier verbrauche, nicht so viel. Da war das doch echt der kombinierte Trennungsschmerz von allen Pseudotrennungen, die sind an sich auch nicht real, ne? Und wie lange das vermieden wird, diese Initiierung. Die meisten erleben es halt erst im Tod, drum ist ja auch ein was Heiliges, was Transformierendes und dann, oh, es ist halt eigentlich echt nicht nötig. Das ist so energetische Verschwendung, diese Menschenkörper, die erst im Tod die Erleuchtung erfahren. Das ist. Es braucht bei manchen tatsächlich mehrere tiefe Anwendungen, weil das Presetting dominierend ist und wer enorm auf sich selbst gerichtet ist und einen noch gar nicht erkannt hat, dass er eigentlich im Moment noch auf dem negativen Weg ist, das dann benutzt, das braucht dann einiges in dem, das muss auch nicht konvertieren, aber wenn es so sein sollte, dann ja, fehlt bei den meisten der Ruf, der innere Ruf und die Hingabe, dass man das macht, ohne dass eine Romanze mit verbunden ist dabei oder irgendwas zu holen ist. Immer diese kurzfristigen, schnell mal Befriedigungen, die sich da geholt werden, das ist in einmal die Stadtmitte lebt, so deutlich zu sehen, wie die Muster da stattfinden. Das dabei statt an sich überhaupt nichts schlecht, nichts ist irgendwas Schlechtes oder Gutes, das gilt nur darum, wie klar man sehen kann und erkennen kann und an sich kann man. Aber dieses, dass man das dann überall so von nichts geht, über diesen heiligen Rückzugsraum, eine Höhle, das ist einfach. Du kannst da Sachen abbilden, die du sonst eben nicht abbilden kannst. Und jetzt allein, dass ich so eine Klarheit in der Stadt war, ist gar nicht möglich, solche Aufnahmen zu machen, weil ich nie auch nur irgendwie einen Raum für mich habe, wo ich und sonst in meinem Schwingungsfeld bin von was nicht alles an Erlebnissen bei Freunden und Lebensprozessen da ist. Und gern bin ich da behilflich und begleite. Doch diese Klarheit mit dir selbst hast du
Und das nicht mit dir selbst, das ist auch mit allem, was da ist, mit allem, wo du je geliebt hast und verbunden warst. Und du merkst plötzlich, wie die Höhle mit dir über Träume spricht und dann kannst du dich in Träume aussenden, dass du in Träumen auftauchst. Ne? Das wird alles so nah, weil es keinen räumlichen Abstand gibt. Also, und im Geist habe ich schon die Klartraumauflage überarbeitet, so alle Buchseiten, die wo Jahreszahlen beinhalten, so von wann jetzt genau dieser Jump kommt. Ein fetten Sticker drüber mit: Ich bin da und wir erleben das zusammen, aber wir setzen uns einfach keine Zeitvorgabe, keinen Stresspunkt, an dem das, zu dem das jetzt fertiggestellt sein muss, weil man das so gesagt hat, von nichts ist immer deutlicher, als dass es mir so zeigt, dass dieser Punkt kommt, wo echt, wie Ra es auch sagt, es ist eine feine, starke Inspiration, bam, und der ganze Planet kann in Harmonie überschwingen. Nur es ist so wichtig, so kritisch, reif zu sein. Reif, eine Frucht, die bei den Kirschen eine Woche bevor sie reif sind und dann, wenn sie reif sind, ist halt, das ist die Vollkommenheit, die da, ja, und die spielt ja auch noch mit rein. Das ist, ich freue mich so echt so, dass es halt echt 2 Monate sind. Ich weiß, im Kern sind es genau 30 Tage, die hier, und eigentlich will ich jede Nacht in dieser Hölle verbringen und nie, aber vielleicht, ich werde wohl organisieren, dass ich ein Auto irgendwie leihe und meine Kids hierher hole und vielleicht wünschen sie sich dann auch eine Nacht hier und dann lässt sich das irgendwie einrichten und was auch immer nötig ist, das, weil es einfach zu großartig ist, was da in einer, schon allein was mit mir in einer Zeremonie-Initiierungssession passiert dann, was passiert ist, dann mit Liebsten, wenn du den Raum dafür öffnest, dass es geschehen kann. Die anderen müssen das noch gar nicht unbedingt deswegen nehmen. Also hier auch so witzig, sofort eigentlich, im Main so viele Umwege, Ding, dass wir jetzt vielleicht noch dahin, dorthin oder was anderes. So, nein, du gehst ja erst raus, wenn du ausgetrunken hast, wenn du leer gegessen hast. Also die ganzen Planmaster, was ja alles auf mich wartet, an Original Ayahuasca, so an San Pedro, an meiner geliebten Acacia Celestine. Immer nur vor sich hergeschoben, ja, jetzt nicht, passt jetzt nicht und ich lieber was anderes. Lieber konsumiert man so ein bisschen und ist immer so ein bisschen an der, bisschen hier bis, aber das ist, und ich freue mich so, dass ich jetzt wieder eingestiegen bin, wenn man dann, das war so die Rückerinnerung auch, damals ging es das so gut und es war so wichtig und man redet sich das echt aus und ich wäre schon kurz davor gewesen, echt mich mit einem Leben, einfach nur einem Leben, einem kompensierten Leben in dieser Realität zufrieden zu, nicht wirklich, aber nur kurzzeitig, nur um das zu kompensieren, diese Traumas, diese Schmerzen, die man hat und dann, mei, dann, dabei muss das alles gar nicht so. Das ist alles ein Lied, ein Segen. Und man spürt in jeden rein, der gerade die Blockaden, in die Trauma, also man spürt und sieht und kann nur Liebe und Wärme schenken. Und tatsächlich jetzt auch ein paar Einzel-Audios, die ich special an, ganz neu send, weil es innen gleich außen spiegelt und nur wenn es mitschwingt, kann ich so schwingen, ganz einfach. Natürlich schwingt es mit dann, wenn es erstmal gehört und gesehen. Tatsächlich ist es bei mir, dass ich bin Kommunikationskanal, wie die Kala, die Ra gechannelt hat. Mich haben diese Bilder aus dem Ra-Materialbuch am Ende vom Contact Volume 1, das sind 2 Bücher zusammengefasst, jeweils 500 Seiten und am Ende vom ersten sind Bilder von den dreien und von ihr und mit welcher Hingabe das und welche Attacken da mit dabei waren bei den Sessions regelmäßig. Und dann haben die versucht, die Attacken zu verstehen. Man hat da echt versucht, die Kala auszunocken und aus dem Leben zu ziehen, um diese Channelings nicht mehr stattfinden zu lassen. Das war ja hart an der Grenze jeweils. Das ist so illuminierend, ja, dass einfach geweint, als ich den Ausgang der Geschichte schon mal aufgekürzt habe, mit wie das mystisch-tragisch geendet hat mit dem Fragesteller Don aus dem
aus der Triade, die da mit Ra Kontakt hatte. Und auch so sein, dass es im tiefsten Raum, so wie heute auch, ich habe einen Kreis gehabt mit all den Elders, mit den Urschamanen, dann auch in dem Moment, wo ich auch so viel geweint habe, war, bist nicht allein. Und man begegnet dann wirklich alten, weisen Urwesen in diesen und Entitäten, die mit dir da kommunizieren und die dich nur rückversichern, dass du genau da richtig bist, wo du gerade bist, und folgt dem Ruf weiter. Das ist, ich bin hierher gekommen, um mich leiten zu lassen von dem, was der Ruf da passieren will, da. Ohne es selber. Die einzige Dedication. Und ich merke jetzt auch, wie wertvoll das ist, dass ich bevor ich die heilige Medizin einnehme, wenigstens kurz eine Intention spreche. Ich bin ja eh schon so ein total Vermeider von Räucherei, ja, ganz minimalistisch, nur noch, weil ich echt auch die Höhle und die Bewohner hier schonen will. Keine Räucherkohle hier. Und ich weiß, dass das alles über Mindset geht, und oft habe ich das dann aber kurz vorher die Intention so von für alles Leben, für die Erhöhung der Schwingung der Erde und allem Leben darin, und dass alle diese Liebe und dieses Licht erleben dürfen, das ist mein Sinn und mein Zweck, das zu erfüllen, und das, ja, ich bitte, ich spreche diese Worte dann ins Ayahuasca, bevor ich es trinke. Und tatsächlich läuft es dann enorm harmonisch, wohltuend, achtsam mit mir ab, weil ich immer so bitte, dass es nicht so anstrengend ist und nicht. Und jetzt, und ja, es ist ja gesegnet von durchgehend und wundervoll reinigen. Man kann sich echt die ganze Einläufe und Entgiftungsprogramme sparen mit Ayahuasca. Das ist, bam, ist man clean, ist man hochschwingend. Und dann bedankt man sich echt nur noch und zerfließt in Dankbarkeit. Und man wünscht sich, dass jeder. Und dann weiß man aber, fuck, es ist so dermaßen im Argen teilweise von. Man ist ja selber krass öfter mal schon hart am Suizid und wie lang's noch. Und dann. Und so viele tragen diese Gedanken in sich, wie lang noch. Eigentlich schon nicht mehr zu können, nicht mehr zu wollen. Wie lange man dieses, ich weiß, wie viel sich das wünschen, was ich eigentlich jetzt genießen und erleben darf, dieses angekommen sein, nichts mehr tun müssen, einfach nur sein dürfen. Ich bin in dieser Kammer und muss nie, ich laufe auch nicht rum und ich mache auch keine Stehen- und Strickübungen, dann muss ich auch nicht. Das ist alles innerhalb des Körpers wieder ausgeht. Ich bin so happy hier und ich weiß, ich kann hier echt lange, lange Zeit sein, ohne, das ist alles mit einem Handgriff, ohne dass ich aufstehen muss, da. Das ist, und ich kann mich dem widmen, was eigentlich, und alles fühlen sich in so einem Sklavenprogramm so von, dass sie jeden Morgen und jeden und über Jahre ins Gleiche, und manche wünschen dann, Geliebten zu folgen, die schon gegangen sind. Ich spüre es ganz stark. Und wie lange noch? Und dabei geht es genau darum, dass man noch zu Lebzeiten erkennt, dass man sich das erschaffen kann. Diesen Ort, diese Höhle, diesen Zeitraum, diesen Rückzugsraum der absoluten Erfüllung, wo einfach nichts von dir erwartet wird, wo du nicht gewertet wirst, wo du einfach nur sein kannst, wo es aufhört, wo andere sterben dafür, so von, dann darf ich gehen, wann darf ich gehen? Für mich ist die ganze Zeit schon ein Juhu, ich durfte gehen. Ich darf hier sein, solange ich sein will, solange wird es gut sein.
ich muss dafür nicht die Hülle und das Ganze ablegen und wieder von vorne und sonst was. Es ist ein Setting. Set und Setting sind so bedeutend, dass es, kann es gar nicht genug betonen, was das. Ja, und es ist auch ein meditatives. Also, ich liege hier und ich höre die Maus und ich habe mich entschieden, dass ich da jetzt nicht das Licht auspacke und sie dann abcheck und sonst was. Und halt nur die Sachen, die ich nicht will, das sind zwei Tütchen, alles habe ich weggepackt, alles andere. Mal baut sie sich halt da ein Nest rein in den Korb und räumt die Sachen um und macht so. Und wenn ich da jetzt anfange zu reagieren, dann kann ich ja nie meditieren. Muss ich auch gar nicht, das genauso wie auch gestern eine Ausnahme war, dass ich die Hülle abgeleuchtet und abgefilmt habe, einfach weil die Schönheit so schön ist zu teilen. Ich bedanke mich dann auch bei den Bewohnern, dass sie das gerade, ich weiß, dass da möglichst wenig Störungen auch einfach nice ist, dass der Urrhythmus ja erhalten bleibt. Dass es, wenn es eine Absprache ist, dann ist das alles okay. Die Hülle nährt mich. Das ist, ich weiß ja so dermaßen, meine Zähne werden nachwachsen. Ich spüre es fließen wie den Tropfstein. Und das wird sich alles regenerieren, was da ist. Und während dieser Zeit ist man vollständig genährt und gewärmt davon. Und man kann es dann echt sein lassen, immer wieder. Es ist echt, wenn man mal diesen Prana erlebt hat, dann sieht man, dass wir uns abnutzen durch Essen. Und dass wir nur altern und Krankheiten haben. Wegen dem. Ja. Es ist hart. Man liebt es, man darf es feiern, es gibt sehr hochschwingendes, was, aber selbst das, am Ende ist es, also auf jeden Fall ganz klar, dass es mal gesagt wurde, ja. Für lange Zeit kann ich hier jetzt und dann kommt es eigentlich erst mit der eigentlich intensiven Phase, weil dann hast du keine Körperausscheidungen mehr, dann musst du keine Kerze mehr anmachen, wenn du mal eben aufs Klo musst. Und dann kannst du da, lang. Das kommt dann, wenn. Ja, das ist nicht, dass es das nicht könnte. Das ist echt nur welche Vorstufen für die Harmonie, für die Symphonie. Inedia, das ist, du hast alles, was du brauchst in dir. In diesem Kernzustand brauchst du dann auch keinerlei Nahrungsergänzungsmittel und so weiter einnehmen. Das ist auch was, was von der, jetzt am Anfang zum Erinnern. Es ist voll okay, das ist, aber im Kern geht das alles über diese heilende Resonanzschwingung, die durchgeht und alles. Das ist vollständig. Und so eine, Ibuka-Initiierung mit einer Flutungsmenge dauert 32 Stunden, wo man durchgehend drin ist, wo man nicht wirklich bewegungsfähig ist. Man macht das nur in Betreuung. Es zeigt einem jegliche Art von, man hat so viele Muster, die unerkannt sind, weil sie wie selbstverständlich sind. Verhaltensmuster, Reaktionsmuster, Denkmuster. Und man kann da so tief in dieser, nach den ersten 12 Stunden ist dann nachts die tiefste Therapiesitzung und da bekommt man, da sieht man die ganzen Zusammenhänge, ohne dass man es speziell auch hinterfragt. Das liegt alles wie ein ganz offener, wann das zum ersten Mal aufgetaucht ist, was damit verknüpft war, welches Gefühl, welcher Schmerz oft in der Kindheit, in Erfahrungen. Oder ich habe sogar die Kindheit von anderen gesehen, die damit zusammenhängen und damit das auflösen können. So hat sich da, man hat tiefen Einblicke in Sachen, die ihm normalerweise nicht zugänglich sind. Das ist auch im Labor nach, also praktisch Ratten, die vorher super heroinabhängig sind, gehen mit Iboga freiwillig, ist es vorbei, du willst es nicht mehr, du brauchst es nicht mehr. Das ist schon sehr bedeutend, weil es eben nicht nur für Substanzen und es verbleibt dann über Monate im Körpergewebe und arbeitet dann noch, schafft dir über Monate halt ein Fenster, wenn du ein Muster ändern wolltest, dass man das sehr leicht, weil man eben die ganzen
Entzugserscheinungen praktisch fehlen. Darum sind Entzüge so einfach, aber eben auch tiefgehende Auflösungen von Sachen, die in einem drinstecken, die man so gar nicht gesehen hat, die letztendlich Depressionen oder solche Autoimmunerkrankungen oder Krebs und so weiter auslösen. Das ist oft alles auf innere Traumas und Blockaden zurückzuführen, die eine Art von Suizid darstellen, die dann der Körper ausdrückt, weil er sich nicht anders zu helfen weiß, weil man es reingefressen hat in die Organe und dann steckt es da fest als Schwingung. Und wenn die Zusammenhänge selber entdeckt wurden, dann, dass es so ein mystisches Erlebnis auch stattgefunden hat, man wird auch in einem völligen Selbstwert und Selbstliebe wiederhergestellt. Und das ist, ja, kann ich nur sagen, da gibt es auch ein ganz tolles Kurzvideo drüber, das werde ich vielleicht auch noch verlinken, weil es gar so... Und das Schöne mit der Höhle ist halt echt, dass sie mich wie gerufen hat. Ich war ja vor einem Jahr schon mal da und habe sie erstmal entdeckt und ausgekundschaftet. Und jetzt in dem Winter habe ich dann, während ich in der ersten Höhle war für 10 Tage, habe ich einen Erkundungsmarsch gemacht und habe eine zweite Höhle in der Nähe entdeckt, die an sich alle Anforderungen auch erfüllen wird. Von tief genug in den Berg rein und warm und so weiter und dunkel und Platz. Und doch war die Form von der Höhle energetisch so, dass einfach so von, das ist keine, da fühle ich mich nicht, die Höhle hier hat so gerufen. Und jetzt spüre ich so hier zu sein, wie sehr das ein Liebesverschmelzung sagt es, hier zu sein. Und wie nice sie mit mir arbeitet in Träumen und Visionen, die, also noch ganz unabhängig von psychedelischer Öffnung, diese Träume, die ich da erlebt, das ist jeweils völlig nüchtern. Das war jetzt das erste Mal seit einem halben Jahr, dass ich außer am 11.11. Ayahuasca getrunken habe, ja. War eine lange Pause, bin ich nicht unbedingt stolz drauf. War sehr eingebunden in 3D-Arbeiten, in was alles nötig war. Letztendlich hat es Ursachen gehabt. Das wäre schon besser gewesen, sich damit zu verbinden, aber man hat es vermieden. Man hat 1000 Ausreden gefunden, das nicht zu tun. Man hat gemeint, man weiß es besser. Ist aber nicht so. Aus der menschlichen Perspektive kann man es gar nicht besser wissen. Ja, das da schon mal gesagt, das ist wirklich heilig. Diese Pflanzenmeister heißt nicht umsonst Meister. Und da wird man ausgebildet, selber in die Vollkommenheit zu gelangen. Das kann ganz anders auch wieder werden in kürzester Zeit. Und man wird sich so dermaßen in den Arsch beißen, wenn man sich das entgehen lässt. Ja. Das muss man sagen, dass man spätestens im Tod dann bereut, was man im Nahtod, drum kommen ja die ganzen lehrreichen Sachen zurück, was die Krankenschwestern, die Leute begleiten, die fast gestorben werden oder was die alles für Lebensweisheiten sagen in den Tagen, bevor sie sterben, was noch wichtig gewesen wäre, was zählt. Und mit dieser Schwingung gehst du hinüber. Und das ist genauso wie ich hier in der Höhle, mit welcher Schwingung gehe ich in diesen super Transzendenten. Du kannst dann nicht mehr zurück, du bist nicht mehr fähig, deinen Körper zu bewegen oder irgendein Signal nach außen zu senden. Du fällst ganz, 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 ganz tief in dich und darin findet was statt, was wirklich aus dem goldenen Nektar am Prosia aktiviert, was in Kollektiv für das gesamte Ding, da steht sowas von an. Nur das Presetting, um da reinzugehen, daran dürfen wir tunen und basteln, weil für mich ist es wirklich wie ein ganz, und für mich ist Tod das Wort für, nicht für diesen Körper. Das muss wirklich so klar sein, dass das unter keinen Umständen passieren wird oder darf, weil es die völlige Negierung meines Wegs wäre. Mein Weg ist ein Licht zu sein und absolut ein Licht zu sein. Und wenn mir irgendwas passiert, dann wird das alles negieren, was ich gemacht habe. Dann wird das einfach alles, wäre dann wirklich für die, nicht nur für die Katze, sondern das wäre invertiert, das wäre negativ. Und das ist sicher nicht, was passieren wird und für was ich gekommen bin. Aber wenn ich ja sage, dass ich sowas vorbereite, wie dass ich bereit bin für
diesen lang ausgedehnten Nahtod-Transformationserlebnis. Und welches Detail davor noch? Es ist wie, bevor man dieses für Ayahuasca, was man da alles schön herrichtet und fein macht, bevor man in diese Zeremonie geht, dass, wenn man es mal kennt, dieses Heiligtum, wie sich es vorbereitet, das gleiche gilt für unsere Leben und wie wir sie schreiben. Und da gibt es am Ende nur Liebe, eben nicht Separation. Alles, was Richtung Separation geht, Richtung Kontrolle, alles andere, was nicht Liebe und Akzeptanz ist. Man darf sehr wohl Energien zurückweisen, die dich aussaugen würden, die negativ sind und dir was, diese gibt's. Davon berichtet Ra auch sehr ausführlich. Und wenn man in der Fülle erkannt hat, den Weg dieser Energien und warum sie kommen und wie man letztendlich dankbar sein kann, dass sie auftauchen, weil es krasse Katalysatoren sind und krasse Polarisationsbeschleuniger. Ra sagt, wenn wir, je stärker wir polarisiert sind, umso erntereifer werden wir. Wir sind in dieser Dichtestufe, die ist so, so stark mit Ereignissen, die einfach die Polarität erhöhen, ja. Einfach nur, um das wäre so wertvoll, dieses Buch zu vertonen. Und es ist so ein wertvoller Tipp. So von, lest es. Ich habe noch selten dazu was gesagt, dass es wichtig wäre, das zu installieren. Also ich habe es dann meistens als Hörbuch gemacht und dann war das besten. Das wird noch lang dauern, bis es und ob. Ist auch die Sache, weil wir damit experimentieren, inwieweit man die Realität an den Punkt bringen kann, wo dieser Flash passiert. Und drum am besten nicht drauf warten, bis ich ein paar Monate Zeit habe, da glorreiche Hörbücher draus zu machen, sondern das kann man einfach, das PDF, in Zweifelsfall ausdrucken, lesen, ja. Das ist so erleuchtend. Für all die Traumas, Konflikte, all die Geschichten, alles, was wir auf der Erde erlebten, in der Menschheitsgeschichte erlebt haben und was uns auch befolgt, das macht so Sinn. Nicht nur Sinn, sondern ich kann das so bestätigen aus den hyperdimensionalen Erlebnissen, wie das die Existenzform, also dass das keine erfundene Geschichte ist. Wie nice das wird, wenn die nächste, in die vierte Dichte aufsteigen und in die fünfte, sechste. Wir sind ja, viele von uns sind Wanderer aus der fünften, sechsten Dichtestufe und jeder, der, und es fließt auch ineinander über, das sind jetzt nicht Millionen Jahre, tausende Jahre, die wir noch Inkarnationen hinter uns bringen müssen, um dahin zu kommen. Das Bewusstsein ist immer schon jetzt da, für alle, alles jetzt abgreifbar. Und wer da prädestiniert ist, hier schon mit einem sehr galaktisch weiten Verständnis daherzukommen, der braucht es nur aktivieren hier in dieser Existenz. Und zack, erinnerst du dich an fünfte, sechste Dimension. Der eigentliche Raum, und aus dem heraus kannst du diese Realität hier tatsächlich formen. Ja, immer mehr. Anmerkung zur Erklärung. Iboga ist ein Entheogen. Also Entheogene bezeichnet man die Pflanze, die Theos, Gott in sich tragen in den Genen. Zählt zu den heiligen Meisterpflanzen aus Afrika. Das ist eine Baumwurzel, die dafür bekannt ist, dass sie Heroinsucht zum Beispiel auf 32 Stunden unterbricht, beendet. Und jegliche Sucht und Muster, aber auch Traumas, tiefe Depressionen, Kindschleifen, Kindheitstraumas, Denkschleifen, wo man feststeckt in einer einmaligen Initiierung. In Ghana ist jeder Iboga initiiert, sogar die Staatsoberhäupter. Das ist, wenn der Jüngling zum Mann heranwächst, ist es da Tradition, dass man flutet seinen Körper mit Iboga. Hat keinerlei süchtig machende Wirkungen, im Gegenteil. Es bringt deinen Körper so lange in den Zustand, wo sogar ein Raucher nicht mal mehr Räucherei ertragen kann. Total sit und satt und zellular, man wird
es ist eine und es ist auch nachgewiesen in der Aurafotografie, dass es danach das Energiefeld total harmonisiert. Und das hat, ich berichte darüber auch in den Büchern, ich will es nur am Rande sagen, was das für ein Wahnsinnstherapeut und Zaubermeister ist und dass der eben dafür verwendet wird, um Menschen zu helfen aus jegliche Art, sei es also die harten Substanzen, Alkohol. Rauchen lässt sich damit leicht aufhören. Wenn man es nicht als Stilmittel verwenden will. Und eben viel tiefgehender diese Zusammenhänge von, warum man, mir hat es ein Liebeskummer geheilt, so von, wie geil ist das, bitteschön, so von. Einfach indem ich die Zusammenhänge auf einen Klick dann erkannt habe, dass ich da viel mehr projiziert habe, als nötig ist, woran festzuhalten, was man meint, was man bräuchte, was man wollte und Sachen zu erkennen, wo du eigentlich wieder, ja, das ist einfach fantastisch, kann ich nur insofern als, da gibt es ein ganz tolles Buch über Iboga vom Nachtschatten Verlag, dass da auch die hervorragende ist auch ganz legal in Deutschland. Das wird auch immer bekannter, dass es ein viel besseres Therapiepotenzial hat als herkömmliche Methoden. Jawohl. Wobei Anmerkung, Iboga kann ganz unterschiedlich wirken, je nachdem, wie gut vorbereitet man da reingeht. Und bei der ersten Iboga-Initiierung war es ziemlich anstrengend. Der Visionsrhythmus war 10-mal so intensiv, so dass es so war, dass man nie zur Ruhe gekommen ist, weil du kannst das nicht ausblenden. Und damit wird es irgendwann wirklich anstrengend. Und das war beim zweiten Mal so eingespielt und so angepasst auf genau und was ich gebraucht habe. Und von der körperlichen Anstrengung anderes Level einfach. Also es ist schon auch heftig, so die ersten Stunden, die ersten 12 Stunden auch. Und dann ist immer noch super intensiv. Man wird eins damit. Das ist diese Ego-Auflösung und die Iboga auf eine Art und Weise auch abbildet, aber ganz anders als alles andere. Das haben die Meisterpflanzen so an sich, dass jedes so eigen ist. Und ja, der Unterschied zwischen meiner ersten Iboga-Initiierung, die während dieser 22 Tage Dunkelheit war, und der zweiten jetzt vor der oder während der ersten Höhlenerfahrung. Zum einen Set und Setting, dass ich bei der einen direkt manchmal ist es gut, ein bisschen Abstand zu haben von Situationen, die gerade nahezu belastend für einen sind, dass man erst dann den Blick drauf bekommt. Wenn man noch mittendrin steckt, ist es vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert. Also einen geschützten Rückzugsraum einfach hat. Und jemand, der auf einen aufpasst während dieser Zeit, weil man koordinativ nicht zu gebrauchen ist. Der Unterschied war, dass ich es eingespeichelt habe beim zweiten Mal. Das hatte ich eigentlich auch schon gelesen gehabt, aber ich habe es beim ersten Mal eher so mit Tee schnell mal runter und beim zweiten Mal eine Intention reingesprochen, eingespeichelt und dadurch, dass ich dieses Video gesehen hat, Secret Mysteries of Ayahuasca, wo die Geschichte von Iboga viel, viel klarer, was da für eine Power dahinter steckt und Klarheit an Vision. Und tatsächlich wurde mir genau das auch geschenkt und ein ähnliches Erlebnis, wie da in dieser Doku beschrieben ist. Ja, schön, wie sich das weiterzugeben, was das für ein Schatz ist. Und man kann wirklich sagen, zum Glück ist es sogar legal in vielen Ländern, in Deutschland auf jeden Fall auch, Österreich auch, ja. Dass da viel mehr bekannt werden, weil das wesentlich effizienter ist als Therapie, so Psychotherapie, Depressionen, Traumas und auch insgesamt, du bist eher wieder dieses reine Ich, nicht mehr jeder ist total geprägt von Konsum und ja, Ablenkung und Betäubung und dergleichen. Da ist es dann kein Kampf mehr, sondern ich habe schon mal gesagt, es ist wie von Außerirdischen entführt zu werden und dann wird man bestrahlt mit diesen Frequenzen und auch ein ganz eigener super hoher Ton und jede Zelle ist in diesem Ultrazustand und ja, es hat schon was, also kann man wirklich empfehlen. Und zu Bufo gibt es auch die, jetzt löst sich das auf, wie das zusammenpasst
mit, dass die Kröte, wie das passiert, dass sie das Sekret und welchen Dienst das auch bringt. In dieser Transzendenz wird das Paradoxon klar. Für die Kröte ist es kurz eigentlich zur Tagesordnung, dass sie Todesangst hat, weil sie mal eben erschrickt und dann kommt der Reflex. Und das kann man tatsächlich ein bisschen anders ethisch einreihen, als ein Mensch hat jetzt nicht natürlicherweise täglich Todesangst. Die Kröte produziert das allein schon, wenn sie geblendet wird, mal eben auf Licht. Also, und dann ist wirklich auch, sie nimmt das ab, was der Mensch viel öfter erleben sollte, das Nahtoderlebnis. Das heißt, gerade mal, wenn du ein paar haben's und berichten davon und sind seitdem spirituell erleuchtet und machen Teachings, sind alle, die außerhalb von Ayahuasca plötzlich spirituell wurden, fast alle sind darauf zurückzuführen. Sadhguru, Bentino Massaro, Mochi, wie alles, Sri Ramana und so weiter. So alles ein sehr Nahtod. Und da hilft uns die Natur, weil wir in unseren Mustern, wie der Mensch so ist, gehört das nicht zu unserem Lebensinhalt. Die meisten können von Geburt bis Tod gehen, wie Terence McKenna das sagt, ohne eine Begegnung with the Divine gehabt zu haben. Bei Frauen ist es im Geburtserlebnis eigentlich vorgesehen, wenn es kann tiefen. Da werden auch automatisch Schwingungen aktiviert durchs Muttersein. Und da kann man der Kröte echt dankbar sein, dass sie das damit, also wenn man das auf die Art und Weise als Heiligtum sieht, und es gibt sicher welche, die das auf eine unschöne Art produzieren, aber wenn man das wohl auch über achtsames Erschrecken, sage ich jetzt mal, als Reflex einfach auslösen kann und sich dann bedankt bei dem Tier, dann ist es endlich wieder Kambo-Frosch, der auch leicht gepiesackt wird, dafür, dass er, was letztendlich auch schamanisch geleitet wurde, das ist eine Art von Dienstleistung, Service to others in dem Fall, wo wie Haustiere uns auch dienen, dass sie solche Paten sind und für uns da sind. Die Pflanzen dienen uns, die Heiler sind und Meister sind, und so gibt es im Tierreich eben auch, dass da gibt es keine Wertung, also wird hiermit die Wertung aufgehoben und Kategorie heilige Medizin. La Medicina.
dann.